Also wir verkaufen im E-Shop immer einjährige Fädelungen und ich erkläre euch jetzt kurz, wie man da weiter tut, wann man das kriegt. Also das ist jetzt diese einjährige Fädelung, die ist letztes Jahr um die 2 Meter, 2,50 Meter gewachsen, die wird jetzt abgeschnitten auf ungefähr 1,75 Meter. Man nimmt sie da ein Auge, schneidet das schräg gegenüber, schön drüber, dass da ein guter Wundverschluss stattfinden kann. Vorzeitige junge Triebe werden entfernt. Und das war eigentlich der erste Schritt. Die Veredelungen, da darf man sich nicht schrecken, wenn die kommen. Die haben da Mykorrhizapilze drauf. Die werden von uns drauf geimpft. Das fördert das Wachstum, die Nährstoffaufnahmen und allgemein das Bodenleben. Die wird jetzt dann so in den Garten eingesetzt. Den Bambusstock kann man ein bisschen tiefer reindrücken. Und dann wird das angebunden. Ein Jahr später dann schaut das dann ungefähr so aus. Da ist jetzt unsere Schnittstelle. Die ist gut verwachsen. Das oberste Auge treibt stark aus und die unteren Seiten ist verzweigen sie. Wie geht es jetzt weiter? Man schaut, wie hoch möchte man seinen Baum haben. Diese jungen Triebe da, die kann man mal entfernen. Da passiert nicht viel. Und dann schaut man, wie man seinen. Also ich darf jetzt den still lassen, dann kann man den entfernen. Der ist ein bisschen schwach entwickelt, der kommt auch weg. Und dieser Konkurrent kommt auch weg. Und wir schneiden dann eigentlich immer jedes Spitzerl an. Das nennt sie Klickschnitt. Und das fördert einfach den Neuaustrieb vom Baum. Und dann ist schon wieder für das Jahr fertig.